Sieht Einsamkeit nicht schön aus von hier? Aber wie ist da gelegen auf diesem Felsbogen? Ein bisschen im Gegenlicht. Die Viecher fliegen darum. So ein schöner Anblick von hier. Schönes Städtchen Einsamkeit. Sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Den Grobkönig hat er getötet, ja, ja. Mit seinem Gestank hat er ihn getötet. Oh, Vorsicht, Platz da. Voll angerempelt. Macht Platz, macht Platz. Ist auch gut, dass so eine große Stadt hier so heftig bewacht ist mit null Wachen. Gut, dass die Leute sich kümmern. Ich geh mal rein. Wahrscheinlich haben die mich schon von weitem gesehen und gedacht, oh, der gehört hier hin, das passt schon so. Ist schon alles in Ordnung. So oder ähnlich haben sie gedacht. Wollen wir zuerst mal die Händler aufsuchen. Das ist ja eine liebgewonnene Tradition geworden, quasi. Oh, ich kann ja vielleicht was für die Kinder kaufen, wenn ich die gleich treffe. Ich kann sie mit Geschenken überhäufen und mir ihre Liebe erkaufen. Das ist doch eine gute Idee. Das machen wir mal. Hey, Eumel. Wir bieten Kleidung für die Kleider und Gewänder für Kunden mit Anspruch. Ja, was hast du denn so? So Amulett, Bergmannskleidung, Diadem, feine Kleidung... Feiner irgendwas, Handschuhe, Hut. Hast du auch was für Kinder? Will meinen Kindern mal neue Klamotten schenken. Keine Ahnung, ob das alles ein Tunika mit Eulen drauf. Nee. Da, blaue Jungen-Tunika. So, und blaues Mädchenkleid nehmen wir auch. Da haben die mal was Neues zum Anziehen, die Kinder. Und dafür kaufst du natürlich von mir... Hier, alte Nordstreitechse, die brauchst du doch unbedingt in deinem Bekleidungsladen. Streitechse, kannst du doch schön ausstellen, da freuen sich die Leute. Da sagen die, oh, Streitechse verkaufen sie auch. Das ist ja aber, na, ist das ja aber, werden die dann sagen. Oh, Redekunst auf 92. Höher geht's ja kaum. Also kaum. Auf 100 geht's natürlich, klar. Aber das ist ja nur 8 höher. So, mal das Schild anbumsen. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Warum? Ist sie zu geil? Hier mit ihrer Arroganz gegenüber meiner Kleidung. Hallo, kann ich aber anziehen, was ich will. Ich bin ein tödlicher Tötungstöter. Steffen ist immer gut gekleidet. Ich dachte, dass Abenteurer ein gefährlich aussehender Haufen sind. Soll ich dich aufschlitzen? Vielleicht komme ich dir dann gefährlicher vor. Ja, Dings. Was benötigt ihr? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Was hast du denn noch so? Unter Sonstiges. Zeig doch mal. Da ein Hockerzahn, Dings, Korb, Krug. Stroh, Tasse, Trommel, auch nichts wirklich von Bedeutung. Naja, dann hier ein bisschen Gold, goldene Halskette, Juwelen, Schleichen. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Oh, das finde ich aber nett, danke. Dann noch ins Aromalädchen. Hier findet eigentlich jeder etwas. Ich hoffe. Dass wir im Geschäft investieren, ist, also funktioniert ja anscheinend nicht. Das habe ich schon ungefähr 100 Mal gemacht. Von daher. Hier, Gift. 500 Gold ist aber auch echt gar nichts, was sie im Angebot hat. Da kann man nicht viel mit handeln. Ich denke sowieso immer an dich, Angeline. Ist ja wohl klar. Ist doch so eine nette. Die ist echt nett. So, noch zu Franz Hermann, dem Schmied. Heißt er so? Nee, der heißt natürlich Beirand, wusste ich ja. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ist unter Sonstiges noch irgendwas, was man so... Nee, natürlich nicht. Zaubertränke. Ja, ein Elixier, guck mal.
jeder Mann, der was auf sich hält, muss ein Elixier dabei haben. Das wissen wir doch, steht doch schon so in der Bibel. Wir können jederzeit zurückkommen, wenn wir Waffen oder Rüstung brauchen. Ach, kann ich das? Ich wusste nicht, dass ich auch zurückkehren kann. Hatte ich gar nicht mit gerechnet. So, ich dachte, man geht einmal zum Schmied und dann darf man nie wiederkommen. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Ich wünschte mir, du würdest die Klappe halten. Hm. Wenn ihr diese alten Lumpen jemals Alter. Wollt, Alter. Immer am Dissen. Immer meine Kleidung am Dissen. Das ist echt so fies. Das verletzt mich direkt. Nein, nicht wirklich, aber ist ja ein Rollenspiel. Also spiele ich halt. Oh, das verletzt mich so sehr, dass sie meine Kleidung disst. Vielleicht sollte ich sie mal mit der Axt streicheln. So, wo sind die verlausten Kinder? Ah, guck mal, die freuen sich schon mit Jordis, der Schwertmaid, an. Das ist besser als alles, was ich mir je erträumt habe. Dein Bruder hat sich gerade wegteleportiert. Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Sie sind in der Truhe in meinem Zimmer. Ein paar schöne Sachen? Wenn euch davon gefällt, nehmt es bitte. Ich hätte es sowieso genommen. Ihr habt so viel für mich getan. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Glaub mir, Kind, ich würde sowieso alles von dir klauen, wenn es mir nutzt. Ich habe vor kurzem einen Talmor gesehen. Er war wirklich furchterregend. Ein Talmor? Ich hab was für dich, Runa. Ein Geschenk für mich? Echt? Mhm, ja. Ja, ein blaues Mädchenkleid. Keine Ahnung, ob es dir gefällt, aber nimm mal. Danke. Oh, das hat sie natürlich sofort anteleportiert. Da freut sie sich. So, wo ist der verlauste Junge? Der muss eine Tracht Prügel kriegen, weil der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ey, Typ. Ich kenne die Namen meiner Kinder gar nicht. Typ. Hier, Dings. Da, der versteckt sich hinterm Bett. Was machst du da, Bruder? Roa. Ja, zur Armee für Arme. Ich hab was für dich. Was ist es denn? Was ist es denn? Es ist, pass auf, eine blaue Jungentunika. Guck mal, eine Tunika. Freust du dich? Danke. Deine Schwester hat ihr blaues Kleid sofort angezogen. Du nicht. Was, Papa? Ein bisschen Dankbarkeit wäre nett. Was hast du in der Truhe? Was versteckt ihr hier? Oh, 44 Aschegrasschote. Moment, habe ich die da reingelegt? Oder? Das sieht aus, als was ich hier abgelegt hätte. Das kann doch nicht alles von meiner Tochter kommen. Die hat doch nicht so viele Zutaten gesammelt. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Das ist meine Ablegetruhe, würde ich sagen. Pass auf. Was habe ich denn alles dabei? Ja, guck mal dran. Zu viel Scheiß eingesammelt. Warte. Was habt ihr in der Truhe? Da versteckt ihr doch was. Ach, das ist eure Dingstruhe. Da nehme ich auch mal alles mit, ne? So, Orangenkram hier, Dings da. So, ich muss einmal zu meiner Truhe. Behäbig hinstapfen. Ihr braucht etwas? Ich hab was für dich. Wow, oh, nichts. Oh, hört auf, mich zu ärgern. Ich hab seine Hoffnungen geweckt. Und dann hat er nichts gekriegt. So, was ich eigentlich machen wollte, war hier, Drachenfluch, kann hier bleiben. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Ich trage viel zu viel. Hier, Educh, oder wie man das ausspricht, kann auch hier bleiben. Eine Bekleidung, irgendwas. Wokun kann hier bleiben. Und so viele Ringe und so. Sonstiges. Hier, Grundumerz und Meererz und Dingens und das auch. Und alles hier lassen. Boah, wie viele Rubine habe ich denn? Ich glaube, für die Edelsteine suche ich mir eine eigene Dings. Eine Dings, ihr wisst schon, eine Truhe oder so. Dass die da unter sich sind. Ein Trollschädel, was soll ich denn damit? Kann ich hier nicht den Kindern schenken? Warte mal. Na, Waldemar? Hm. Hier, wenn du nicht gleich Platz machst, hey, dann setzt es was. So, ich habe nämlich noch ein Geschenk für euch.
Pass auf. Da. So. Guck mal hier, den lege ich dir mal aufs Bett, damit du weißt, wie sehr ich dich lieb habe. Lege ich dir den Schädel eines furchtbaren Ungeheuers aufs Bett. Ich hoffe, du freust dich angemessen darüber. Oh, jetzt steh doch nicht die ganze Zeit hier im Weg rum. Das ist ja furchtbar. Das ist ja schlimmer als Eulen. Durch Tage zu vielen kann ich rennen. Ja, ich will gerade mal in den Keller gehen. Weil es mir irgendwie opportun erscheint. Im Keller. Da, wo die, wo der Dings ist. Der, na, wie heißt denn das? Der Brautisch, wo man Zutaten rumbraut. Hier. Weil ich dachte, hier könnte man gut Zutaten lagern. Aber natürlich ist hier keine Truhe. Warum nicht? Fragte er. Warum nicht? Was soll das? Ist immer wieder so typisch. Muss ich die Zutaten doch irgendwo oben in die Truhe schmeißen. Zumindest ein Bücherregal. Warte. Kann ich nicht noch ein paar Zauber lernen aus Zauberbüchern? Ich habe so viele davon. Weil ich kenne mittlerweile fast alle Zauber, ne? Oh, das brauche ich nicht. Dann machen wir das Bücherregal nochmal voll. Du kannst nicht so viele Bücher ins Regal stellen. Dann eben nicht. Dann kommen da unten noch ein paar rein. Aber dass die Bücher alle so umkippen, weil zu viel Platz zwischen denen ist, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da tatsächlich noch Platz für mehr Bücher ist. Ist so meine Meinung. Schwarze Bücher kann ich nicht, das kann ich auch nicht. Schönes Geräusch. So, Zauberbücher. Du kennst nicht so viele. Da ist doch noch super Platz im Regal. Guck mal, wie viele da noch reinpassen. Was eine Platzverschwendung. Hey, was schleicht das Kind hier rum? Der will doch was aus meiner Vorratskammer klauen. Ich sehe ihm das doch an. Ach, das ist das Mädchen. Ne, das Mädchen ist in Ordnung. Ja, mach mal schön sauber hier. Finde ich in Ordnung. Kann sie ruhig mal ein bisschen einbringen. Ich wünschte, sie wird. So, hier kommen jetzt die Zutaten rein, die ich nicht brauche. Komm, alles rein. Vor allem die Zutaten, die ich nicht brauche. Also alle Zutaten. 158 Chaurus-Eier. Da kann man auch nie genug von haben. Die lagere ich hier alle mal in dem Fass ein. Alles gut einsalzen, dann hält sich das auch. Wer weiß, wozu es gut ist. Irgendwann braucht man die Zutaten. Und dann habe ich zumindest hier unten fast das vollgestopft ist mit Zutaten. Guck mal, sogar drei menschliche Herzen. Da können die Kinder noch mitspielen. Wenn die nicht gerade mit ihrem Trollschädel zu tun haben. Oh, ich habe gerade aus Versehen Salze der Leere gegessen, wie mir scheint. Ja, kommt vor, hast mal mit. So, alles rein da. Mann, wie viel Kram habe ich denn hier? Ist ja schlimm, ist das ja. Da habe ich jetzt aus Versehen 20 Sachen davon gegessen oder so. So. Brenne ich gerade? Ich glaube, du brennst. So, dann haben wir das Familienangelegenheiten ja auch geklärt. Dann kann ich ja wieder abdampfen. Wurde nach dem Brüllen eines Löwen. Klar, natürlich. Das Brüllen eines Löwen. Sicher, rede es dir ruhig ein. Eine lebhafte Fantasie hat der Bengel, das muss man ihm lassen. Obwohl, man muss es ihm nicht lassen, man kann es ihm lassen. So, hier war doch noch irgendwas in der Stadt. Ich sollte doch noch rausfinden, wo der Vampir sich aufhält, ein gewisser Vampir. In der Bardenakademie. Viele Hinweise auf den Aufenthaltsort eines bösen Vampirs. Was wisst ihr über Vampire hier? Sagt doch mal. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet. Das war mir recht, um ehrlich zu sein, kann ich einige meiner Schüler einfach nicht ausstehen. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ich suche nach einem Vampir. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Soll ich ihn überreden oder einschüchtern? Ich versuche mal überreden. Macht es euch einfacher und sagt mir, was ich wissen will. In Ordnung. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Dieser Brief war die letzte Nachricht, die ich von ihm erhalten habe. Und darin steht auch, wo er ist. Und jetzt lasst mich in Ruhe. In Festung Waldheim.
Kann ich auch den Brief lesen? Den muss ich mir auch reinziehen. Der ist doch ein Beweisstück. Brief des Vampirs da. Lieber Giro Gemane, ich weiß nicht, wie ich eure Güte zurückzahlen kann, aber außer vielleicht, indem ich Abstand halte, um keine ungewollte Aufmerksamkeit oder Gefahr auf euch zu lenken. Wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzen möchtet, kommt nach Festung Waldheim. Und weißt du, was ich mache? Ich gehe nach Festung Waldheim. Da kenne ich nichts. Wo ist denn Festung Waldheim? Im Wald irgendwo? Waldheimer Türme. Aha. Das kenne ich doch. Da war ich doch schon mal. Sind das nicht die Türme, die mit einer Brücke verbunden über den Fluss führen? Wenn ich mir nicht täusche, dann war das so. Und ich täusche mir selten. Muss dazu gesagt werden. Da oben irgendwo ist ein böser Vampir. Den gehen wir mal aufmischen, wa? Lange den Bogen nicht mehr benutzt. Es wird mir ein Privileg sein, ihn wegzubogen. Ganz leise sein jetzt. Wir wollen uns anschleichen. Oh, eine Falle. Hey, habe ich die Falle gerade ausgelöst? Nee. Ist ja gut. Dann ist ja gut. Ja, lach du nur. Hey! Wie hat er mich gesehen? Oh. Jetzt halt mal still da hinten. So, genau, sehr gut. Hallo? Die geben noch immer vor, mich zu sehen. Das kann doch gar nicht sein. Noch nahezu unsichtbar. Oh. Komm doch, Vampirmeister, komm doch. Au. Bleib doch da, Vampirmeister, bleib doch da. So, Problem gelöst. Ey, hast du ein Rad ab? Ja. Tu doch nicht so. Oh, hey, nicht runter. Ich wollte doch... Oh, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ich wollte dich nur ausrauben. Was hast du ein schönes dabei? Jetzt muss ich noch den Vampirmeister ausrauben. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. Der hat bestimmt eine Flasche Malzbier oder so dabei. Du hast einen Scheißdreck. Ja, ich esse Brot. Brot! Ich will die nur mal schnell hier... So, was hast du noch da? Und du hast auch irgendwas. Und du natürlich auch. So, in etwa. So, hier oben ist auch noch einer drin. Hey! Wo versteckst du dich? Da, ganz oben. Ja. Warte. Ich hoffe, er kann schwimmen. Beziehungsweise nein, das hoffe ich eigentlich nicht. Es wäre viel schöner, wenn er nicht schwimmen könnte. Verdammter Bandit. Aber zumindest weiß er jetzt mal, wie es ist zu fliegen. Das war bestimmt so ein ganz toller Thrill für ihn, ohne den er jetzt gar nicht mehr leben kann. Er ist immer nur noch auf der Suche nach Nervenkitzel und will wieder durch die Luft fliegen. Ich kenne das doch. So, den da hinten lasse ich mal. Hey, der hat das überlebt. Guck dir das mal an. Der paddelt da unten noch rum. Wie hat er das denn gemacht? So, der drüben geht mir jetzt doch auf den Keks. Warte. Der hat das echt überlebt, dass ich ihn da runtergeschmissen habe. Der ist robust. Warte. Ich falle hier gleich selber runter. So, Problem gelöst. Nee, ich falle da lieber nicht runter. Sicher ist sicher. Müsste der nicht lang treiben jetzt irgendwie? Oder ist er irgendwo hängen geblieben? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich ist er schon lange in den Wasserfall runter.